Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Ich will eigentlich mit den Six benutzen, den müssen wir ja eh noch so ein bisschen der Aufrüstung machen. Ich weiß gar nicht, ob es der schnellste ist. Wahrscheinlich nicht der cleverste gerade. Den zu nehmen, weil wir sind ja, jawohl, wir sind ja gut dabei. Jawohl, langsam ist er nicht, ne? Weil wir brauchen ja die Frachtcontainer und zweimal Betonplatte. Und wenn wir jetzt so gucken, könnten wir ja sagen, fahre ich überhaupt richtig? Ja, ich wollte ja einen Anhänger schaffen. Gudi. Das war die Frachtcontainer, das sind ja vier Dinger. Und dann müsste ich zweimal Beton, einmal umladen. Ich weiß nicht, ob der HX da uns helfen kann. Wisst ihr, dass wir uns hier denn vielleicht treffen und dann zusammen denn da runterfahren und das dann abgeben. Und so habe ich es mir gedacht. Ja. Zum Thema helfen kann. Jetzt steht da hier noch halb im Weg, die Keule, ne? So, wollen wir den mal hier verkaufen hier? Des Wartungsdingens. Gibt ja auch ein bisschen Geld, ne? Kleinvieh macht auch Mist. So. Und jetzt heißt es ja hier bergen. Wohin bergen wir den? Nach Valley. Valley ist eigentlich falsch, ne? Da müssen wir den mal abstellen. Müssen wir eh mal gucken, was wir da drin haben. So, abstellen. Was haben wir hier denn noch? Dann wir den auch abstellen. Und den ja abstellen. So, dann gehe ich nochmal auf die Karte. Den Dan. Bringt uns hier jetzt auch nicht viel, okay. Wieder nach Bergfluss. Wir haben ja Beton da. Könnten wir Beton holen? Hier haben wir auch noch irgendeinen Tankanhänger, okay. Bringt uns ja auch nichts. Sonst haben wir hier keinen auf der Karte. Hier stehen ja noch voll die Pritschen rum. Oder ich mache hier noch einen Anhänger dran. Einen kleinen. Und dann hole ich zwei von da hinten. Oder von denen hier. Zum Lagerhaus. Und dann fahre ich den hier raus. Dann komme ich mit den anderen hier lang gefahren. Und dann können wir nach White Valley fahren. Das ist doch mal fast ein Plan, ne? Um Tank her. Sollte auch noch passen, oder? Ah, das kommt. Let's do it. So ungefähr habe ich es mir vorgestellt. Weiß ja nicht, ob man hier hinten da durchkommt, ne? Aber hier könnte man doch durchfahren. Guck ich mir gleich mal an. So, ein kleiner Anhänger. Kein Tankanhänger. So ein Zwei-Slotter. Rutschenanhänger. Dankeschön. Hier hinten ist halt zu. Aber wenn er jetzt klarkommen würde, gute Freunde der Nacht, dann wäre das auch geil. Das ist doch mal eine ordentliche Abkürzung, oder? Ja, weil von hier hinten ist ja ein bisschen besser, hier Betonplatten zu holen. Und geht natürlich auch schneller. So, da muss ich mir nur noch überlegen. Liebsten hätte ich es ja vielleicht sogar mit dem Teil. Also den Six haben wir ja erstmal wieder zurück. Aber ich glaube, mit dem Six ist es besser, wenn wir da beschissene Regionen haben. Das hat schon ein bisschen mehr Gesicht, ne?
Sag mal, der HX jetzt hier, der macht ja auch sein Ding, ne? Der powert. Klar, der schluckt jetzt wie. Das erzähle ich jetzt hier nicht, aber das ist schon nicht so brav, auf jeden Fall. So, kaputt sind wir noch nicht. Das heißt, wir können uns dann auch gleich reparieren. Und dann schauen wir mal, dass wir mal ein bisschen umgreifen, einen Stift holen. Dass wir hier oben auch richtig gut ankommen. Wenn es geht. Ja, jetzt schafft er es nur ein bisschen Gewicht jetzt. Eine Betonplatte wiegt ja auch ein Stück, ne? Das meiste, was mir graut, ist, dass wir irgendwann auch nochmal Holz transportieren können. Aber es gibt hier andere Karten. Sag mal, Alaska geht ja noch. Da haben wir viel, viel Eis, Hauptstraße. Relativ sanftes Gelände, so gesehen, ne? Ja, achso, hier wollten wir eigentlich hin. Ja, dann fahr ich so rein. Ein bisschen tanken sollten wir schon, ne? Mit dem Tiger, da müsste ich erstmal auch den wegfahren, ne? Müsste ich erstmal in Petro den Anhängershop da aufsuchen. Obwohl der Weg ja eigentlich auch gar nicht so weit sein dürfte, weil ich ja auf der rechten Seite der Karte eh bin. Also wenn ich den nutzen will. Ich muss gleich mal gucken, was wir noch für Autos so schön da haben, ne? Obwohl ja, wie gesagt, das mit dem Sixten wahrscheinlich noch ein bisschen cooler ist, ne? Und eigentlich müsste ich ja hier auch normal jetzt runter schon fahren nach White Valley, damit wir uns da alle treffen. Das ist aber jetzt auch nicht so das größte Problem. Ja, das ist, glaube ich, besser, wenn wir uns nicht hier treffen auf der Map, ne, sondern im White Valley direkt, weil dann brauche ich jetzt von Nordhafen nicht so an der Tankstelle nochmal vorbei. Also wenn wir den Move probieren sollten. Ja, ich bin generell für Nachtanken. Wir müssen jetzt rechts, ja, das nicht, ja. Manchmal auch so komisch aus der Weg. So, das geht. Das auch, das muss gehen. Bisschen noch Schwung hochgezogen. Und jetzt nur noch eine leichte Linkskurve bis zum markierten Bereich. Und hui! Dann können wir hier volle Kanne drücken. Gut. So, weil wir ja mit den einen von der anderen Seite kommen, können wir hier schon mal ein Stück nach vorne fahren. Und hier den warten, ne? Gaudi. So. Ja, hier haben wir noch den Dan. Ich muss mal gucken, allgemein.
Und da müssen wir auch noch überlegen, liebe Leute, wo die restlichen Upgrades sind, ne? Also im Petro Bay haben wir ja den ANK, ist klar. Den Fleet Star hier hinten. Hat der einen Anhänger dran, der Fleet Star? Oder was war seine Funktion? Ja, der hat einen Anhänger dran. So, das heißt hier den Tiger müssen wir ganz nach oben fahren. Oder den Fleet Star. Also einen von beiden ja so oder so. Aber muss ja auch nicht jetzt sein. Nimm mal einen von denen. Opfer ich da die Zeit? Ich finde den Tiger schon sehr schnell, ne? Und wir haben den ja absichtlich letztes Mal gewendet, um hier wieder rauszukommen. Ja, ein bisschen Schwachsinn jetzt, das wieder Anhänger verkaufen. Machen, machen, machen. Anhänger verkaufen. Ganzen Weg runterfahren. Schönsten sind ja auch die Autos, bei denen man nicht merkt, dass man irgendwas transportiert. Also die ein bisschen Dampf auf dem Kessel haben, ne? Genau, Hauptstraße und dann. Ja, das kommt, machen wir. Was soll der Geiz, ne? Und dann sieht es nämlich ein bisschen angenehmer aus. Da steht aber auch Tunnel, ne? Also wer lesen kann, wäre natürlich für so ein Spiel immer geeignet. Aber war ich zu spät gesehen. Und wenn es so jetzt die ganze Zeit geht, naja, ohne dagegen, ne? Den Ball hat der ja sehr, sehr schnell lang und wir sind auch sehr, sehr schnell fertig. Und den wollen wir ja hier auf Erde kriegen. Komm, komm, komm. Zieh, zieh, zieh. Und mach mich glücklich. Kam so die. Ja, und der Tiger hat ja auch noch ein Dings dran, ne? Zwei zum Heben. Haben wir die zwar alle im White Valley? Ich glaube, Erwin wird jetzt wieder sagen, warum machst du denn alle mit Kran weg? Aber ich weiß es nicht. Ich sage, ich finde den Weg jetzt nicht allzu weit. Man kennt im SnowRunner schlimmere Wege, bei denen man wirklich dann gute 10 Minuten brauchen kann, um überhaupt annähernd jetzt zu erreichen. Oder lasse ich den doch hier? Weiß nicht, wenn er sagt, ich brauche den mit Kran hier, dann habe ich das ja, wäre wahrscheinlich doch nicht besser. Es ist wahrscheinlich besser, dass wir hier schon mal sind in der Nähe. Ach, dann machen wir doch den anderen Plan. Mit dem Sixt. Und da muss ich natürlich auch nicht vergessen, das Reparaturset daran, Set daran zu machen. Nicht Set,
Das er ja einsetzen. So, hier haben wir ja alle den schweren haben. Wir den Spezial. Federung, klar. Der hat nur die Schlammreifen. Hier haben wir die Schwerdings. Und hier haben wir das hier. Und hier ein Ersatzrad. Kaufen. So, und dann hat der ja nur den Dings, ne? Er hat nur die hohe Kupplung. Das habe ich natürlich jetzt nicht bedacht, ne? Aber wir können Anhänger nehmen. Die haben ja nur zwei. Ich bin mir ziemlich sicher, nee, dass ich mich verranze. Das wäre natürlich nicht so geil, ey. Denn ist es ja wie so ein doppeltes Lottchen, ne? Der HX mit zwei so einer Anhänger. Hier ja dann auch noch mal. Wenn wir den ganzen Weg darunter kriegen. Relativ gespannt. Dann melde ich mich mal, wenn ich unten bin, und dann geht es dann gleich nach den Augenzwinkern weiter. Also einmal zwinkern, bin ich wieder da. Habe ich ja gesagt. Das geht voll schnell. Aber manche wollen mir ja manchmal nicht glauben. Aber nur manchmal. Nicht immer, manchmal. So, dann laden wir uns hier voll. Machen wir hier so eine kleine Ausholaktion. Gott, ich sag euch, also diese Abwesenheit von euch macht schon ein wenig träge. So, er schiebt jetzt nach hinten. Und hier schon mal Licht anmachen, wird nämlich langsam echt dunkel. Und dann geht es hier den gleichen Weg zurück. Da sollte ich mir auch mal einen Kaffee holen. So, wieder richtig schöner, spannender Weg. Action ist garantiert. Aber ich kenne da einen Trick. Blinze mal. Und geil, ne? Also, der Trick funktioniert richtig gut. Die Sache ist nur, du kannst nicht die ganze Zeit blinzeln. Solltest du auch nicht machen. Weil wenn du nur blinzelst, dann spulst du ja immer vor. Und dann bist du schneller alt, grau und schrumpelig, als du dir vorstellen kannst. Und hast du meiste verpasst. Und das nur. Und das wirst du dann immer sagen, weil du bei Sioni immer geblinzelt hast, ne? Deswegen müssen wir auch mal ein Stück zusammenfahren. Und damit das Ganze auch noch in normaler Geschwindigkeit abläuft. Also mal gut, ne? Dafür kann man ja auch bei manchen vorspulen. Oh, haben wir hier den großen Stein wieder. Aber dann verpasst ihr ja die ganzen lustigen Anekdoten, die man ab und zu so rausposaunt, ne? Denke ich zumindest mal, keine Ahnung. Für mich ist so, sagt mein Frauchen immer, ich könnte auch mich einfach ganz alleine unterhalten und den ganzen Tag, und das würde mir auch noch Spaß machen. Und dann muss ich sagen, jo, das stimmt so. Da hat sie recht, ne? Und wenn sie recht hat, hat sie recht, da wollen wir gar nicht gegen ankommen und gar nicht dagegen sprechen, weil sonst brauche ich mehr Rouge im Gesicht, als sie mich blau schlagen kann. Und das wird teuer. So, wir haben das jetzt hier auch bald geschafft. Gute 70 Liter haben wir hier schon weg. Und das meinte ich ja, das ist ja viel cleverer, dass wir mit den HX da schon durchgefahren sind. Weil dann kann ich es eben so rummachen, ne?
Oh. Ja, ein bisschen aufgeräumt hier. Auch nicht so schlimm. So. Und kabusch. Ab nach White Valley. Und jetzt bin ich mal gleich gespannt, wo ich hier überall hin muss, ne? Also das ist jetzt hier gleich da. Klar. Klar. Also hier oben bei der Fabrik müssen wir was machen. Die zwei Betonplatten. Also HX-Time oder was? Genau. Und dann müssen wir mit denen einschlenkern nach da und dann zum Flugplatz. Okay. Ja, dann machen wir hier mal das Tempo. Nehmen den gleich mit, wenn es passt. Hoffentlich habe ich genug Zeit gelassen. Platz gelassen. Da habe ich. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das ein bisschen. Gudi, also Fabrik ist ja einmal hier so. Den Punkt markiere ich mir schon mal. Und dann ist es ein bisschen cooler. Und dann können wir das nämlich gleich ordnungsgemäß zumindest den abstellen an der Fabrik. Den HX. Und der hat ja gar nicht so viel verbraucht, ne? Kommt gar nicht so viel rein. Also klar, wir hätten jetzt für den Weg ein bisschen was Schnelleres nehmen können. Muss ich sagen, jetzt hier nur für Hauptstraße hätten wir sogar den Royal nehmen können. Der wäre eigentlich auch klar gekommen. Aber der Six ist ja jetzt auch nicht so langsam. Überhaupt wurde es mal Zeit, dass ich das Wartungstool dann mit drauf packe. Sonst hat man irgendwann richtige Probleme. So. Haben wir den auch losgelassen. Jetzt geht es hier mit den anderen hier kräftig weiter. Das ist ja der nächste Punkt hier einmal hier dann rein. Aber wir müssten schon an die 20.000 kriegen dafür, ne? Also der wird mir ja jetzt hier nicht nur mit 8.000 abspeisen. Also man muss natürlich sagen. Ja, Mann. Dass dieser Auftrag natürlich im Gegensatz zu anderen sehr oder fast nur Hauptstraße ist, ne? Eigentlich zu 95-97%, naja, so 97-98%, auch nicht das Schwierigste, dauert eben nur Zeit, ne? Wir hatten ja noch Glück, dass ich hier die kleine Abkürzung mit dem HX gefunden habe, ganz am Anfang. Das scheint ja auch so eine Abkürzung, dass hat man zu sagen, stimmt, also ich wette es. So ein, zwei, drei Leute, die hier zugucken, werden bestimmt so sagen, kannte gar nicht. Oh, die kannte gar nicht. Wo kommt die denn her? Wo hat er die denn ausgegraben? Und das war jetzt rein zufällig. Den nehme ich jetzt hier schön abgeben. Hier wird natürlich kein Anhängershop sein. Wäre auch zu einfach.
Ganz knappes Nimmerchen. So. Oha. Ja, wenn es denn kurz mal auf der Straße so ausufert. Nee, ist schon okay, ja. Der Weg. Dann wird es natürlich auch schwierig, ne? Dann schleudert er schon ein wenig hin und her. So, und dann mache ich für euch jetzt auch nochmal einen kleinen Cut. Und dann sehe ich, wenn ich unten bin, und dann geben wir beide ab. Und dann freuen wir uns schon mal auf die ganze Kies, was wir kriegen. Also, bis gleich dann. Das Geile ist, da ich sagen muss, da ich gar nicht gedrückt habe. Ich dachte, ich habe gerade gedrückt und fällt so auf, ihr habt ja mitgekriegt, ich war so still. Dass jetzt gar nichts kam, ne? So konzentriert war ich gerade, so ein bisschen vor mich hingeträumt. Ich wollte eigentlich drücken, ich habe auch gedrückt, aber ihr habt es gar nicht genommen. Also habt ihr die ganze Fahrt jetzt mitgekriegt, wie ich hier vor mich hin bin. Mir irgendwie sowas hier am Finger stört, was ich hier so wegpulen muss. Kennt ihr das? Wenn ihr so ein kleine Stelle habt, dann denkst du dir so, ah, das machst du hier mal so ein bisschen pulen und sowas, ne? Und dann macht man es eigentlich noch schlimmer. So wartet ihr gerade auch. Ach, ist egal. So, ihr Guten. Dann haben wir das hier, jetzt wechseln wir. Ja, ihr habt dann eben alles mitgekriegt. Dann geht's eben denn hier. Gute 30 Minuten die Folge. Ist denn halt so. Voll verträumt. Ich dachte irgendwas. Und dann gucke ich so und denke so, huh, der ist ja noch voll auf der Aufnahme. Ist halt so. So, abgegeben. 31.000. Boah. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so viel gekriegt habe, ne? Oberster Auftragmeister fertiggestellt. Ich danke euch schon mal. Wünsche euch denn was, ne? Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.